Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge Ostfront. Und zwar diesmal mit meinen Lieblingsdeutschen. Und zwar die Phase mit, wie gesagt, im letzten Video, wo ich das Ganze mit der Sowjetunion gespielt habe. Link oben in der Infocard. Gefällt mir mit ein bisschen besser, weil man da ein paar Panzer sieht, die man sonst nicht so oft sieht. Und zwar meine Doktrin ist Verteidigung, Defensivunterstützung. Da gibt es zwar eine Menge Mist, aber es sind ein paar coole Einheiten dabei, die es wirklich wert sind. Und damit starten wir. Übrigens habe ich das Ganze jetzt so eingestellt, ich habe mich so ein bisschen mehr mit den Einstellungen beschäftigt. Das war tagsüber spielen, denn die letzte Runde nachts, die fand ich ein wenig dunkel leider. So, dann hoffe ich, dass das Ganze schnell in den VRAM geladen wird. Obwohl, das heißt ja eigentlich VRAM. Das ist ein deutsches Spiel. Nee, beziehungsweise wir spielen Deutsch, also ist das der VRAM. So, das erste, was wir holen, sind Aufklärungstruppen. Und zwar, ich würde von Strafbataillonen immer abraten, die sind so schlecht bewaffnet und schießen richtig schlecht. Und zwar ist es hier auch richtig wichtig, wie gut die Truppen denn sind. Das kleine Aufklärungsbataillon ist richtig cool, das ist richtig klein, hat unglaublich viel Feuerkraft. Denn es hat ein MP40 dabei und ein MG34 müsste das sein. Wir machen das genauso wie bei den Russen und holen uns hier erstmal das Ding. Außerdem, da es weniger sind, hat man da weniger die Chance, dass sie sich irgendwo knubbeln und dann am Stück erledigt werden. Und jetzt würde ich allerdings hier da den Gewehrgranatgrenadier nehmen und den hier hinten hinstellen. Denn irgendwie ist das deutsche Gewehrgranatgerät ein wenig besser als das russische. So, dann würde ich als nächstes dann doch eine Schützengruppe nehmen. So, die ist nämlich auch gar nicht so teuer, um hier dann in der Mitte so als Deckung für unsere Geschütze herzuhalten. So, übrigens sind hier die Aufklärergruppe und die Schützengruppe fast identisch, nur hier sind ein paar mehr Leute bei, die ja noch ein Mausergewehr mit haben. So, das Geschütz, auf das wir sparen, ist glücklicherweise genau an der gleichen Stelle wie bei der Sowjetunion auch. Diesmal ist das die 3,7 cm Pack. Die macht genau das gleiche und so ein bisschen, wir haben leider kein Äquivalent zur Dashka, das muss dann MG34 auf Lafette machen. Da finde ich allerdings nicht, dass sich das so gut lohnt. So, dann gucken wir uns die Spezialeinheiten an. Das ist einmal hier dieses Pioniermotorrad, das ist absolute Geldverschwendung, nicht nehmen. Osttruppen sind ganz okay, um sich dann mit der Sonderressource hier dann wirklich noch ein bisschen Infanterie zu kaufen, ist allerdings nicht wirklich wert. Das, was richtig gut ist, ist hier die gezogene 7,4 cm Pack. So, Husse ausgeschnitten. Und dann auch der Marder 2, obwohl der ist meistens ein bisschen teuer. So, dann heißt es erstmal eisern sparen hier auf unser Packgeschütz und gucken, was die Sowjets denn so machen. Okay, die lassen uns in Ruhe. So, wir können hier, um hier oben noch so ein bisschen Power zu haben, soll ich sparen oder soll ich hier Power reingeben? Eigentlich ist das nicht nötig. Wenn ich Power reingeben wollen würde, dann würde ich hier eine MG-Einheit einzeln kaufen und die dann hier an die Fässer stellen, wie ich das bei den Sowjets auch schon gemacht habe. Aber es ist sehr viel wichtiger, so früh wie möglich das Geschütz an den Start zu bekommen. MG34 für 100 Punkte ist es nicht wirklich wert. Okay, unsere Granaten-Dudes sind gerade beschossen worden, oder? Ja, also hier ab hinter den Stein kann man mich dann auch schnell retten. Wir müssen das Gebiet verteidigen. Und wenn man Glück hat und der Typ die Gewehrgranate einmal gut setzt gegen so eine ganze Gruppe Russen, was allerdings nicht so oft funktioniert, kann man schon mal relativ gut Glück haben. Ah, das sind gute Russen, die haben SVT-40. Dann muss ich die hier leider verloren geben. Oh fuck. Da kommt dann das erste. BA-6, da ist eine richtige Kanone drin. Also aufpassen, das Geschütz weiter hinten aufstellen. Dann am besten das Geschütz hergehen und hier an die Ruinen stellen. Außer es kommt auf uns zu. Ah, verdammt, es kommt direkt auf uns zu. Und da hier hinstellen. Oh, das ist schlecht. Das ist mir noch nie passiert, dass der so früh schon mit einem Geschütz kommt. Also mit einem Panzer. Ich glaube, ich muss sofort aufstellen. Okay, das zielt auch schon an. Verdammt. Schieß. Ah, das sieht nicht genau. Das ist manchmal ein bisschen nervig. Manchmal tun die so, als würden die anzielen, aber machen dann nichts. Okay, dass der so tief reinfällt mit einem Panzerfahrzeug, habe ich noch nie erlebt. Sehen die das Ding?
Okay, in einer Minute kann ich schon das zweite kaufen. Scheinbar nicht. Okay, jetzt sehen wir das Ding gar nicht mehr, weil unsere Infanterie ausgefallen ist. Bleibt mal da, jetzt hole ich am besten Ersatz. Hier einfach Panzerschützengruppe. So, hier in die Ruine, können sich gut verteilen. Denn die hier betätigen sich auch immer so ein bisschen als Spotter. Okay, hat es nur den Motor an oder kommt es auf uns zu? Das kann man nicht mal so gut erschließen. Jetzt hätte ich nämlich auch gern zwei Geschütze. Dann kann ich nämlich über eins stehen lassen und mich mit einem bewegen. Eins stehen lassen und mich mit einem bewegen. Okay, jetzt geraten die hier unter Beschuss. Das ist aber nicht so schlimm. Die haben ihren Highground. Und sind das so speziell Angriffsrussen? Scheint nicht so zu sein. Okay, das hat sich wieder verzogen. Das heißt, ich kann mit meinem Geschütz wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und ich kann schon das nächste Geschütz holen. Das hole ich da am besten so nach hier. Das, genau, das ist nämlich motorisiert. Das ist allerdings ein bisschen schwierig auszuklappen. Also dann abzuladen. Das ist nämlich, glaube ich, hier und abkuppeln. So, da bleibt dann so ein kleines Aufklärungsgefährt übrig und danach muss man das Geschütz dann immer nochmal selber drehen. Okay, der macht sich schon mal komplett vom Acker und geht hier den hier oben auf den Keks. Die dem leider nicht viel entgegenzusetzen haben, aber gut. Okay, ich habe mich gerade erschreckt, weil das hier weiß ist. Aber es ist nur weiß, weil es gerade bewegt wird. So, dann muss die Schützengruppe allerdings auch nachrücken. So, hier zu dem bekannten Haus. Okay, das ist auch einsatzbereit. Das kann auch ein bisschen weiter nach vorne. Genau, das ist das 3,7 cm Pack. Und das ist das... haben wir es? 4,7 cm Pack. Das bewegt sich auch relativ schnell. Dafür, dass es eine Kanone ist. So, das ist so ein FDKFZ2. Das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist einfach dabei. Das kann man so ein bisschen zur Aufklärung benutzen. Okay, hier oben ist Ruhe. Der hat dann meinen Aufklärungstrupp dann doch nicht gefinisht. Wo ist denn der feindliche Panzer? Ich sehe keinen. Ich sehe nix. Dann gehe ich hier mal diesen typischen. Unterwegs. Der ist auch sehr, sehr... Ach, sprechen verlernt. Das, der BA-6 ist auch unglaublich stark. Der ist nämlich sehr schnell und hat eine richtige Kanone drin. Die scheinen beschäftigt zu sein, den Hügel hier zu beschießen. Okay, hier sind eine Menge. Ach, damit kann man einen guten Trick machen. Und zwar relativ günstig, 175 Punkte. Gibt es hier das 221. Das 221... ist ein kleiner Infanteriekiller mit einem MG34 drin. So, gehen wir nach hier. Dann können wir hier hoffentlich so ein bisschen die Infanterie hier ausmerzen. Die hier gerade damit beschäftigt ist, hier auf das Kettenkratt zu schießen. Unter anderem bekannt aus dem Battlefield-Trailer. Und das ist immer relativ gut, das fährt nämlich auch im Schießen. Das schießt auch im Fahren. Ich hab hier sprechen verlernt. Oh. SU? Okay, weg da. SU ist jetzt nichts, wo ich größere Bekanntschaft machen will. Dann gehst du am besten hier so als Bait, als Beute, am besten hier hin. Das SU kann man immer relativ gut von der Seite erledigen. Danach würde ich mal sagen, dann holen wir uns mal eine Panzerabwehreinheit. Stellen die hier hin. So, da steht es ganz gut. Aber wir müssen gucken, dass wir die Sektoren schnell wieder bekommen. Und dafür holen wir uns am besten einfach eine ganz normale Schützengruppe. Und stellen die erstmal hier hinter die Mauer. Dann holen wir uns einen einzelnen und gehen hier hin. Achso, da sind zwei Stück. Ja genau, da kommen wir zwei Stück raus. Das hier irgendwie zu halten ist relativ schwierig. Man kann hier so ein bisschen die Ruinen benutzen. Aber der Gegner kommt dauernd von hier.
Übrigens ist der Trick von dem Geschütz, wenn das hier steht, dass das genau hier einmal hier durchgucken kann. Und hier kommen meistens die gegnerischen Panzer raus, wenn der Gegner die frisch gekauft hat. Aber wir können noch ein bisschen weiter nach vorne. Hier so. Und dann, ich glaube, ich habe Geld für einen Mörser, genau. Hier ist halt das ideale Mörserloch. Und Mörser ist halt super praktisch. Die haben nämlich eine krasse Reichweite. Okay. Okay, der hat hier irgendwie alle ausgeschaltet, bis auf 3 Stück. Und die haben alle nur Karabiner. Von da würde ich sagen, ich möchte den, also ich würde den jetzt gern Verstärkung schicken. Ich bin aber über das Bevölkerungslimit. Von da ab hoffe ich mal, was macht das SU? Ich würde mich doch gerne dann das... Ich habe die Nummer von dem Ding vergessen. Hier hinten. Zur Unterstützung ranholen. So, was fliegt denn hier rum? Das SU, das dürfte kein großes Problem sein. Ich habe hier jetzt Panzerabwehrschützen. Hier geht mal von Gebüsch zu Gebüsch. Wenn das nur 2 Leute sind, dann ist das gar nicht mal so schlimm, wenn man nur von Gebüsch zu Gebüsch geht. Ach, ich habe hier noch die 2. Kanone. Die sollte ich wahrscheinlich auch mal ein bisschen nachholen. Und zwar am besten... Ah, ihr seid beschäftigt. Also wenn die gerade schießen, dann sollte man die natürlich nicht bewegen. Ah, hier sind dann die... Das ist so perfekt, dieses Loch für die Mörser. Und der Mörser ist so cool, einfach um den Gegner abzunerven. Und das SU ist ja auch oben offen. Das heißt, auch das kann man mit einer Mörsergranate, könnte man das ausschalten. Das ist BT oder BT-7. Nee, BT-2 nur. Okay, der ist nicht ganz so extrem gefährlich. Ach, und der Mörser ist halt sau unpräzise. Aber der setzt den Gegner natürlich gut unter Druck. Auch die Wasserexplosion ist relativ hübsch. So, okay, der eine Typ, das ist der gute Weitscherer. Der kann auch sich mal ein bisschen weiter reinscheren. Der soll ja nicht kämpfen, sondern der soll einfach aufpassen, dass das Ding hier eingenommen wird. Und gerade irgendwas hat den... Oh je! Yeah. Irgendwas hat den BT-2 zerwerstet. Und noch ein Baum drauf. So, ich konstatiere, wir halten alle 3 Positionen. So, und wenn wir das hier gut halten, in welchem Baum darf ich denn? Ich würde mal sagen, ich gehe mal hier in den Baum. Obwohl, was ganz fies ist, wenn man sich hier oben ins Gebüsch klammert. Hier ist so ein kleiner Jagdsitz. Es ist relativ fies, wenn man hier oben was hat. Okay, ich habe wieder ein bisschen frei. Okay, das ist komplett unnötig. Ein 1B ist jetzt nichts, was man braucht. Ist das ein Flammenpanzer? Nein. Oh, ich habe hier noch, glaube ich, irgendwo ein ungenutztes. Ich habe die ganze Zeit Audiofehler. Ich habe die ganze Zeit so ein Knacken, aber ich glaube einfach nur mein Headset geht langsam in den Arsch. Hier ist noch das. 2-2-1. Alter, was ist denn los? Ich hoffe, das ist nicht mit auf der Aufnahme irgendwie. Was richtig fies ist, wenn man hier oben dann Mörser hinstellt. Was ist das denn? ZTS-30. Oh, schnell weg hier. Das sieht aus, als hätte eine Kanone. Und es hat meinen hinteren Reifen zerstört. Schnell flankieren. Das ist das Tolle an diesen Radpanzern. Ich kann nämlich sehr relativ schnell Flankenmanöver ausführen. Da kommt noch was. Ach, das ist das SU. Ich glaube, das SU kann ich auch nerven. Da wird einfach nur noch der Fahrer drin sein. So, kommt doch schon das nächste. Oh, das ist ein BT-7. Schnell weg hier. Und das Ding ablenken. Okay, das Knatter ist weg. Au je, da habe ich dann doch noch einen gekriegt. Ist auch cool, wie das Ding noch so ein Stück fährt. So, aber ich habe Bevölkerungslimit frei. Das heißt, ich könnte mir wahrscheinlich... Ein Panzerjäger 1. Das klingt ja auch ganz gut. Oder ich könnte mir eine Flak 2. Nee, ich glaube, Panzerjäger 1 ist das, was ich am praktischsten finde. Auch wieder hier hin. Und
Wie sieht's aus? Genau, ich könnte dieses Geschütz mal ein bisschen nachholen. Das ist nämlich relativ praktisch, wenn man das hier auf die Insel stellt. So, kontrolliere ich denn das Ganze? Nein, aber nur auf dem Papier nicht. Okay, jetzt kann ich jetzt hole ich einfach mal einen. Das ist immer witzig, man kann einfach nur eine Panzerbesatzung holen. Eine Panzerbesatzung ist, glaube ich, ein Typ mit einer MP40 und dann vier Typen nochmal mit einer P38. Kosten komischerweise. Ach nee, die sind einfach nur ein Bevölkerungslimit anders. Genau, das war das Ulchige. Die kosten mich kein Bevölkerungslimit. Man kann sich so viele Panzerbesatzungen holen, wie man will. Ich habe damit einmal irgendeinen Unsinn gemacht. Das SU ist immer noch am Leben. Und ich glaube, bei ihm ist irgendwas kaputt. Oder er hat einfach Probleme mit der Wegfindung. Genau, das ist ein BT-7. Also nochmal zusammenfassend lässt sich sagen, das Spiel hat die absolute Geschützmeter. Also die ganze absolute Packmeter meiner Meinung nach. Denn Packs sind auch relativ gut gegen Infanterie, wenn die Sprenggeschosse laden. Ich glaube, das wird Thumbnail. Okay, ihr macht hier Kniebeugen. Ach so, die stehen hier immer noch relativ nutzlos hier dran rum. Was relativ fies ist, wenn man relativ weit gekommen ist. Ah, du Kacke, Wegfindung. Ist, wenn man die hier hinstellt. Okay, wenn du schon hier bist, kannst du dich direkt rumdrehen. Am besten kannst du hier oben auf den Hügel. Aber dreh dich dann gefälligst richtig. Die Wegfindung lässt manchmal ein bisschen zu wünschen übrig. Man muss manchmal so Zwischenweg setzen. Also der hätte nämlich gut drauf gehen können. Was ist hier mittlerweile los? Hier kommt jetzt ein BT-5. Okay, das ist nicht der typische Wäscheständer-Panzer. Der hat aber trotzdem Wäscheständer. Und ich glaube, ein BT-5 kann man schon nicht mehr so ganz so gut mit einer normalen Panzerabwehreinheit knacken. Oh, ich habe wieder Bevölkerungslimit frei. Was könnte ich denn holen? Das ist eine Flak, die braucht man nicht unbedingt. Das ist ein Marder 2. Okay, dann sorgen wir beim Gegner mal für ein paar Marder-Schäden. Auch fies ist, wenn man hier die Straße lang guckt. Man muss relativ tief anfangen damit. Wir sind ja gerade alle hier auf der Straße. Hier ist das SU. Oh, und der Marder hat schon einen Marder-Schaden angerichtet. Also wenn man hier oben was drauf hat, dann ist auch relativ cool. Kann man nämlich den Gegner relativ gut spawnen. Kitzeln. Und hier ist schon alles voll mit kaputten Sachen. Das ist ein BA-20. Ja, das ist ein BA-20. Ein paar Dinger kenne ich ja doch. Jetzt. Jetzt müsste so viel haben wie Heil. Wie haben, genau. Umenya, jetzt. Ich habe. Okay, ist der schon beschäftigt. Übrigens, diese Direktsteuerung braucht man nur sehr, sehr selten. Also ich habe selten mal irgendwelche Sachen, wo das wirklich was bringt. Man ist immer versucht, es zu machen, wenn man gerade eine Panzerabwehreinheit, besonders eine Infanteriepanzerabwehreinheit hat, die gerade nichts macht. Man will die anschreien, mach doch endlich was mit deiner Panzerbüchse. Dann ist man versucht, das zu benutzen, aber es bringt nicht so super viel. Das ist ein richtig, richtig cooles Feature. Aber es macht auch Spaß, die eigenen Einheiten dann zu spielen. Allerdings, so wirklich viel bringt es nicht. Achso, Osttruppen hatte ich schon gesagt. Die holt man sich manchmal, wenn man sehr unter Druck gerät, was Infanterie angeht. So, wie sieht's aus? Genau, das ist sehr praktisch. Das 251, es ist gut, weil auch einfach ein MG34 drin ist, aber man muss es genau ausrichten und es kann sich nicht selbstständig drehen. Also, das ist viel Gefummel. Also, die Wegfindung mit dem richtig Stellen ist auch nicht so cool. Was cool ist, ist das hier, das Stupsi. Und eine Pack 38 ist natürlich auch super, aber Stupsi ist lustig. Stupsi hole ich mir mal eins. Das hat nämlich vom Nasentier dann auch Stupsi-Status bekommen. Das ist nämlich was ganz Kleines. Es ist ein leichtes Infanterie-Gebirgsgeschütz oder sowas. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. LE-18, leichtes Infanteriegeschütz ist es einfach nur. Ich glaube, es gibt noch irgendwas. Ich glaube, das ist auch hier bei irgendjemandem, ich glaube bei den späten Deutschen, da kriegt man dann so ein leichtes Gebirgsgeschütz. Das ist auch praktisch. Oh, wir werden flankiert. Nicht gut. Wir haben unseren. Jetzt hat der Marderschaden einen Marderschaden. So, das heißt, ihr geht mal am besten hier hin, weil jetzt der Feind von einer anderen Richtung kommt. Also ansonsten benutze ich hier eigentlich fast nichts. Ich habe einmal Scharfschütze benutzt. Scharfschütze ist sehr teuer und bringt leider sehr wenig. Also eine Scharfschützenmeter in dem Game gibt es irgendwie nicht.
Und wir haben auch schon gewonnen, das heißt, Stupsi ist leider nicht mehr zum Einsatz gekommen. Okay, wieder 20 Minuten Video. Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte auch den Spielern, die dann eher das Deutsche Reich spielen, helfen mit den kleinen Tricks hier an der Karte und damit, welche Einheiten wirklich gut sind. Das bedeutet, im Gegensatz zu dem, was ich eigentlich in den ersten Videos getan habe, hat man hier keine Panzerabwehr durch massig Infanterie, sondern das Spiel hat einfach eine Geschützmeter. Welches Geschütz wo ist und wohin zeigt, ist wirklich spielentscheidend. Dann würde ich nochmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ich gucke jetzt, dass ich erstmal was anderes aufnehme, damit das nicht ein bisschen zu viel Ostfront ist. Ja, bis dann, Leute.